99.3 Frühflieger und bei mir sind immer noch Mika Metz und jetzt auch sein Schauspielkollege Robin Czerny. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Beide sind Hauptdarsteller im Endzeitfilm Detox. Und ich hatte es Mika gerade schon gefragt, was ihn so fasziniert an Detox und warum er denn letzten Endes auch mitmachen wollte. Robin, wie sieht das bei dir aus? Detox ist ein ganz tolles Projekt, wo es darum geht, dass die ganze Zivilisation zusammenbricht wegen eines Virus. Und es sind so ein paar Sachen, die man sich eigentlich, also ich persönlich mir sowieso schon immer gestellt habe, Fragen. Von wegen, es gibt eigentlich nur ein paar Faktoren, die sich im Leben von uns allen ändern müssen und alles, wie wir so zivilisiert tun, würde zusammenbrechen. Und eigentlich genau darum geht's bei Detox. Wann wusstest du, dass du die die Rolle kriegen wirst oder annehmen wirst? Wann wird es gewesen sein? Ich würde sagen Mitte Juni circa. Hat sich ganz gut ergeben. Mika hat mich angeschrieben, hat gemeint, die brauchen unbedingt noch ein paar Fotos von dir mit Bart. Ich trage normalerweise eher so 3-Tage-Bart, eher so ein bisschen gepflegt, so wie ich auch jetzt wieder rumlaufe. Und ich wusste erst gar nicht, um was es geht. Ich weiß nur, wenn Mika sagt, schick mir Fotos mit Bart, dann sollte ich das mal besser machen. Habe ich dann auch. So ist es dann auch gekommen. Ich hatte zum Glück auf meinem Server noch ein paar ältere Fotos aus diversen Motoshootings, habe dann da die bärtigen Fotos rausgekramt, an Mika geschickt. Der hat die dann an Philipp Müller, den Regisseur, weitergeleitet. Und der hat mir sofort eine E-Mail geschrieben, du bist mein Held. Der ist dabei, du bist mein Held. Weil er hat sich also wirklich den Erik so von der Optik her so vorgestellt und das hat dann wohl perfekt. voll auf die 12. Und wenn du sagst, Mika hat dir geschrieben, du sollst mal ein paar Fotos mit Bart hochladen, habt ihr denn schon mal zusammengearbeitet in der Vergangenheit? Genau, Mika und ich, wir haben uns letztes Jahr getroffen bei The Curse of Dr. Wolfenstein. Da hatten wir schon mal das Vergnügen, da haben wir uns kennengelernt und es hat sich jetzt super ergeben, dass Mika dann gesagt hat, ja, ich spiele hier die männliche Hauptrolle und ich brauche einen sehr wichtigen Anspielpartner, meinen Schwager, der spielt die zweite männliche Hauptrolle und er ist mein wichtigster Spielpartner, da hätte ich gerne jemanden, den ich kenne, mit dem ich weiß, dass es funktioniert und genau, denn es ist im Schauspiel ist es ja wirklich so, dass man sich die Bälle hin und her schmeißen muss und die auch aufhängt. Nur so kannst du authentisch spielen. Klar. Und das gelingt also wirklich nur, wenn du mit jemandem kannst. Wenn da eine gewisse Nähe auch ist. Und dann konnten wir diese Szene wirklich so bringen, dass dann also wirklich auch Tränen fließen. Wie seid ihr denn überhaupt zur Schauspielerei gekommen? So, bei mir ist das auch eine, wie soll man sagen, eine längere Geschichte mit verschiedenen Umwegen, die im Endeffekt aber alle dazu geführt haben, dass ich genau hier gelandet bin, weswegen ich immer wieder der ganz festen Überzeugung bin, dass es genau das Richtige ist, was ich eigentlich mache. Bei mir ist es so schön erklärt. Ich habe vor 30 Jahren einen ersten Film gemacht, als ganz unbedarfter, blonder, schöner Jüngling mit Thomas Gottschalk und Uschi Glas, ein Kinofilm vom Bayerischen Rundfunk, also die den mitproduziert haben. Und da war für mich gleich, ich will Schauspieler werden, war dann in München auf der Schauspielschule. Ja, und dann halt, wie es eben so ist, nach der Schauspielschule erstmal so kleine Off-Theater und so ein bisschen sich austesten und dann ging es so nach und nach weiter. Mika Metz und Robin Czerny waren das hier bei mir live im Studio. Sie sind Schauspieler und wirken derzeit beim von Studenten produzierten Film Detox mit. Ich danke euch recht herzlich und wünsche euch noch viel Spaß. Am Wochenende kommt ja noch eine fette Szene. Gesagt. Sonntag wird groß. Richtig, also dabei noch viel Spaß. Ja, wäre natürlich geil, wenn wir noch ein paar Statisten kriegen könnten, weil wir brauchen echt Leute ohne Ende. Dankeschön. Genau. Ich danke. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Bis morgen. Wir freuen uns auf euch. Die 99.3 Frühflieger.